Hallo zusammen. Hier siehst du ein Rechendreieck. Das besteht aus einem großen Dreieck, das in drei Felder unterteilt ist. Nämlich in das obere Feld, das rechte Feld und das linke Feld. Und das hier sind die drei Außenfelder. Bei diesem Rechendreieck fehlen zwei Innenzahlen und eine Außenzahl. Die wollen wir jetzt herausbekommen. Die Anzahl im linken Feld und die Anzahl im oberen Feld müssen zusammen 5 ergeben. Das sehe ich hier an der Außenzahl 5. Um diese Anzahl herauszubekommen, gibt es jetzt zwei Möglichkeiten. Möglichkeit 1: Ergänzen. 3 hast du schon. 5 sollen es sein. Wie viel fehlt von der 3 bis zur 5? Genau, es fehlen 2. Und die kommen jetzt hier in das obere Feld. Nochmal zur Kontrolle. 3 plus 2 ist gleich 5. Es stimmt also alles. Jetzt möchte ich die Innenzahl im rechten Feld herausbekommen. 3 habe ich schon. 7 sollen es sein. Ich ergänze wieder. Wie viel fehlen von der 3 bis zur 7? Genau, von der 3 bis zur 7 fehlen 4. Und die kommen jetzt hier in das rechte Feld. Nochmal zur Kontrolle. 3 plus 4 ist gleich 7. Jetzt fehlt mir nur noch eine Außenzahl. Ich rechne 2 plus 4 ist gleich 6. Die Ergebniszahl schreibe ich hier hin und schon bin ich fertig mit meinem Rechendreieck. Möglichkeit 2, um das Rechendreieck zu lösen, ist subtrahieren, also minus rechnen. Die Anzahl im linken Feld und die Anzahl im oberen Feld müssen zusammen 5 ergeben. Das sehe ich hier an der Außenzahl 5. 5 will ich haben, 3 habe ich schon. Also 5 minus 3. 5 minus 3 ist gleich 2. Die kommen hier in das obere Feld. Nochmal zur Kontrolle. 3 plus 2 ist gleich 5. Es stimmt also alles. Jetzt geht's weiter. Die Anzahl im linken Feld und die Anzahl im rechten Feld sollen zusammen 7 ergeben. Ich rechne also 7 minus 3, denn 3 habe ich ja schon. 7 minus 3 ist gleich 4. In das rechte Feld kommen also 4 Plättchen. Und ich kontrolliere noch einmal. 3 plus 4 ist gleich 7. Alles richtig. Jetzt muss ich nur noch die Anzahl im oberen Feld und die Anzahl im rechten Feld zusammenrechnen. 2 plus 4 ist gleich 6. Das Ergebnis schreibe ich hier hin und schon bin ich fertig mit meinem Rechendreieck. Das Ganze funktioniert natürlich auch mit Zahlen statt Plättchen. Probier's doch gleich mal aus. Und jetzt wünsche ich dir viel Erfolg beim Rechnen mit Rechendreiecken.